Hi, heute melde ich mich mal wieder bei euch. Ich habe ein Steckenpferd von mir in der Flasche, in der Tasche hätte ich beinahe gesagt, für euch dabei. Wunderbarer Chardonnay aus Frankreich, genauer gesagt aus dem Burgund, aus Chablis, von La Chablisienne, also einer der Top 5 Produzenten überhaupt dort. Kein Petit Chablis, auch keine erste Lage, nein, das sind verschiedene Lagen, allerdings die Rebstöcke mindestens 50 Jahre alt und entsprechend geil ist die Qualität, die wir hier ins Glas kriegen, im Jahrgang 2019. Ich mache den mal ganz kurz für euch auf. Ja, hier ist er. Einmal groß für euch. Bombenstöffchen. Dem tut jetzt auch die Temperatur ganz gut und wenn man den ein bisschen offen lässt, tatsächlich ist er bei uns bei 9 Grad temperiert. Das macht aber gar nichts, wenn der auf 10, 12 hochkommt. Was wir hier haben, ist eine ganz, ganz weiche Samtigkeit. Der Wein wird ewig lange auf der Feinhefe gelagert, dann sowohl in Holz und in Stahl, aus Holz und aus Stahl hinterher assembliert. Ist schon Bombe in der Nase, schöne Exotik. Sehr straight. Auch hier breit, schmelzig, sanfte, überreife Birne, ein bisschen angedeutete Mango, ein bisschen Melone, total saftig, schöne Mineralik, schöne Salzigkeit hinten raus. Das ist echt geiler Stoff. Chablis, Le Vénérable von La Chablisienne. Wie gesagt, eigentlich eine Kooperative und dann sollte man annehmen, die Qualität geht etwas runter, nicht so in diesem Fall. La Chablisienne ist eine der besten Kooperativen, die man überhaupt weltweit finden kann.